Früher war mein Leben sehr durcheinander. Ich habe nicht verstanden, wer oder was ich war, wozu ich auf der Welt bin. Ich habe einfach nur gelebt. Aber jetzt habe ich eine enorme Klarsicht. Und das macht mich entschieden zufriedener, viel glücklicher. I hope we're always happy. Dieser Mann ist seit einem Unfall querschnittgelähmt. Und doch ist er glücklicher als zuvor. Was ist sein Geheimnis? Könnte es anderen helfen bei der Suche nach dem Glück? Das 20. Jahrhundert geht zu Ende. Der Lebensstandard ist höher denn je. Und doch suchen viele Menschen verzweifelt nach dem Glück. Stimmt es vielleicht, dass wir nie für die Gegenwart leben, sondern allein die Zukunft unser Ziel ist, wie der Philosoph Pascal einmal sagte? Denn dann hoffen wir immer nur zu leben und glücklich zu sein. Und es ist unvermeidlich, dass wir es niemals werden. Unsere Suche nach Antworten beginnt in diesem beschaulichen Dörfchen am Bodensee. Vor fast 50 Jahren wurde in Allensbach Deutschlands erstes Umfrageinstitut gegründet. Von einer jungen, hochbegabten Frau, die bald berühmt wurde, weil sie die Deutschen so vieles fragte. Und sie war die Erste, die schon damals Folgendes wissen wollte. 54 eine Frage, ganz vorsichtig, tastend. Wenn jemand von Ihnen sagen würde, dieser Mensch ist sehr glücklich, hätte er recht oder nicht recht? Eine solche vorsichtige Frage zeigt doch, wie das Fragen nach Glück auf irgendeine Weise überhaupt gar nicht akzeptabel schien. Man musste sich bei einer Intimsphäre, wenn man sich mal vorstellt, wonach man heute alles direkt fragt, gucken Sie mal, was das für andere Zeiten sind. Aber die haben wir eingefangen. Das Institut befragte Menschen jeden Alters und aus allen Gesellschaftsschichten. Und obwohl es harte Zeiten waren, so kurz nach dem Krieg, sagten 26%, sie seien wirklich glücklich. Ja, es war außerdem eine Zeit, in der man ganz genau wusste, wo die Ziele sind. Und ganz genau seine ganzen Kräfte gebrauchen konnte, um diese Ziele zu erreichen. Die Frage, hat das Sinn, kam niemand in den Kopf. Dafür sah man aber, dass dieses Land wieder aufgebaut wurde. Und dass an allen Ecken und Enden eigentlich Fortschritte zu erkennen waren. Sie wissen, wie sehr es darauf ankommt, dass man das Gefühl hat, dass etwas Sinnvolles wächst. Und das war damals der Fall. Und die Menschen haben sich ungeheuer angestrengt. Und anstrengen, das wissen wir, ist gut. Die Frage nach dem Glück ließ die Begründerin der empirischen Sozialwissenschaften nicht mehr in Ruhe. Alle 10 Jahre wiederholte sie die Umfrage mit immer moderneren Techniken. In all der Zeit stieg Deutschlands Lebensstandard gewaltig. Aber etwas anderes nahm nicht zu. Warum wächst das Glück denn gar nicht, wenn alles wächst, von dem man glaubt, dass man da mit glücklich wird? Der Wohlstand wächst, die Freizeit wächst, die Gesundheit wächst. Alles, alles Schöne nimmt zu. Und die Frage, sind Sie ein glücklicher Mensch, nimmt nicht zu. Da war das Rätsel. Da war nun das Rätsel. Diese Dinge gehen so tief ins Persönliche, dass es kein Modell gibt, dem man folgen könnte. Ich kann nur meine eigene Erfahrung weitergeben, um Frieden und Glück zu finden. Vor seinem Unfall war Gianni Conte ein erfolgreicher Sportler mit einem sehr ausgefüllten Leben. In meiner Freizeit bin ich Motocross-Rennen und Motorradrallies gefahren.
Und ich hatte einen Job, den ich liebte, als Polizeiinspektor für Spurensicherung. Es war sicher immer viel los, aber ich war immer unzufrieden. Nach seinem Unfall gründete Gianni Conte eine Zeitschrift für bewegungsbehinderte Menschen. Mit aller Kraft setzt er sich für sie ein. Das Motto unserer Zeitschrift ist: ein Wegweiser in die Welt der Möglichkeiten. Also alles ist möglich, wenn du es nur willst. Für die Wissenschaft ist Gianni Conte eine sogenannte autotelische Persönlichkeit. Jemand, der sich selbst Ziele setzt, der sein Schicksal in die eigene Hand nimmt. So kann er, egal wo und unter welchen Umständen, glücklich sein. Seine alten Kollegen im Polizeilabor in Mailand bewunderten schon früher seinen starken Charakter. Gianni war immer voller Leben, ein Kämpfer. Ich glaube, es ist eine Frage des Charakters, wie man mit so einem Unfall fertig wird. Eine Frage, wie stark man ist. Es war Gianni Contes Stärke im Unglück, die die Aufmerksamkeit von Dr. Antonella Delle Fave erregt hat. Sie leitet ein Forschungsprojekt an der Mailänder Universität, um herauszufinden, was Menschen glücklich und ihre Persönlichkeit reicher macht. Hier haben wir einige Fragebögen, solche zu Lebensthemen und solche zu Ordnung, Unordnung. 15 Jahre lang haben Antonella Delle Fave und ihr Team über 4000 Menschen aus allen Kulturen und allen Bereichen befragt. Von Indianern des Navajo-Stammes bis zu querschnittgelähmten Sportlern. Heraus kam: Glück ist Flow. So nennen manche Wissenschaftler das Gefühl, im Einklang mit sich und der Welt zu sein. Es stellt sich immer dann ein, wenn man sich vollständig konzentriert. Egal ob beim Skifahren, einer Herzoperation oder dem Hausputz. Flow bedeutet, sich völlig in einer Aufgabe zu verlieren und anschließend ein tiefes Glücksgefühl zu verspüren. In Allensbach kam man zu ähnlichen Ergebnissen. Und dann fanden wir heraus, nur auf Umwegen erreicht man das Glück. Der Gedanke war vollkommen ungewöhnlich. Sie finden in der ganzen Literatur, in den philosophischen Abhandlungen, Sie finden nirgends diesen einfachen Gedanken, nur auf Umwegen erreicht man das Glück. Was für ein Umweg ist das? Das ist ein Umweg, der führt über die Anstrengung, wirklich seine eigenen Kräfte zu gebrauchen, Schwierigkeiten nicht auszuweichen und dabei zu wachsen. So haben empirische Umfragen aus diesem kleinen Dorf am Ufer des Bodensee bahnbrechende Erkenntnisse zum Glück erbracht. In den Vereinigten Staaten, in Chicago am Lake Michigan, denkt ein Psychologe über das Gleiche nach. Wir sind zur Glückssuche verdammt. Das ist aber nicht das Problem, sondern dass wir das Glück am falschen Ort suchen. Dass wir ganz direkt glücklicher sein wollen und dafür ganz naheliegende Dinge tun, die uns nicht zum Glück führen. Mihai Csikszentmihalyi ist Professor an der Universität von Chicago. Seit über 30 Jahren erforscht er die Wege zum Glück und ihre Hindernisse. Wir glauben alle, je mehr Geld wir haben, je mehr Bequemlichkeit und Freizeit, je mehr wir reisen können, desto glücklicher sind wir. Aber diese Lösungen bringen uns am Ende doch keine Erfüllung. Dauerndes Glück stellt sich ein, wenn Menschen kämpfen, sich anstrengen für etwas, das ihnen wichtig ist und das ihnen in ihrem Leben Sinn und Richtung gibt. Mihai Csikszentmihalyi hat den Begriff des Flow geprägt. Über 6000 Menschen befragte er weltweit und fand heraus, dass die Flow-Erfahrung alle teilen, die sich als glücklich bezeichnen. Er selbst findet Flow zum Beispiel beim Schach. The
Das ist ja so interessant, dass jeder das totale Flow-Erlebnis haben kann. Wir fanden Flow bei Fließbandarbeitern, weil sie voll bei dem waren, was sie taten. Bei Rennfahrern, Fallschirmspringern, selbst Menschen, die meditieren und sich überhaupt nicht bewegen. Aber ihr Geist ist völlig auf etwas konzentriert. Sie fühlen dieses totale Einssein mit dem, was sie gerade tun. Nach dem Unfall fand Gianni Conte in dem ebenfalls querschnittgelähmten Maurizio Mauri seinen besten Freund. Und er traf die große Liebe seines Lebens, seine heutige Ehefrau Flavia. Was ich am meisten an meinem Mann liebe, ist seine Beharrlichkeit und Entschlossenheit. Von den banalsten Alltagsdingen bis zu großen Aufgaben. Und beide bewältigt er mit Erfolg. Wenn man in so eine Situation gerät wie wir, musst du glücklich sein, egal wie beeinträchtigt du bist. Denk nicht an morgen. Heute sind wir hier. Heute ist es wunderschön, die Sonne scheint. Morgen ist ein anderer Tag. Gibt es nicht dennoch etwas, was Sie sich wünschen würden, wenn Sie könnten? Darf ich was Dummes sagen? Gehen, gehen, gehen. Es ist ein Zustand, den man erst im Nachhinein als Glück bezeichnen kann. Vorher bist du zu beschäftigt, ganz gefesselt von dem, was du tust. Du konzentrierst dich darauf, wie dein Körper sich im Raum bewegt, wie die anderen neben dir tanzen. Und das ist es. Ich bin hier, jetzt, und das ist es, was ich tue. Stefania Moratti ist Tänzerin in der Incompagnia Dance Group. Obwohl gerade schwanger, hat sie durch die Forschung von Antonella Della Fava zum Tanzen zurückgefunden. Ihr wurde klar, dass sie damit Flow findet und ihr Leben einen Sinn erhält. Ich war so unglücklich in meinem anderen Job. Etwas Wichtiges hatte gefehlt, das mich hinderte, mir über mich selbst klar zu werden und mich selbst auszudrücken. Stefania Moratti nahm an einer ESM-Studie teil. So heißt die Experience Sample Method. Mehrmals am Tag wurde sie per Pager kontaktiert und musste dann einen Fragebogen ausfüllen über das, was sie gerade tat und wie sie sich fühlte. So fanden die Wissenschaftler heraus, wann sie ihre schönsten Erlebnisse hatte. Ich habe gemerkt, dass es mir immer dann besser ging, wenn ich beim Tanzen war, egal ob in der Probe oder im Unterricht. Es hat nämlich oft gebiept, wenn wir gerade übten. Ich würde auch tanzen, wenn ich es gar nicht müsste. Aus eigener Motivation. Wie in einem Tagebuch zeigen die ESM-Bücher das Innenleben der Menschen. Es ist wie ein Film über all ihre Aktivitäten und was sie ihnen bedeuten. Ob Priester, Musiker, Tänzer. Alle beschreiben sie ausdrücklich dieses Gefühl, dass alles wie von selbst geht, wenn sie den Flow haben. Ohne Anstrengung, ohne bewusste Kontrolle und ohne Sorge, dass es schiefgehen könnte. Sie machen sich keine Gedanken, ob sie etwas richtig machen oder nicht. Sie haben einfach Freude daran. If you want that kind of joy, and don't pretend that you have it when you don't have it. Come here. Yes. Come here. And the Lord will grant you the joy. He will give you that joy. That unspeakable joy. That unadulterated joy. That pure joy. That Holy Ghost joy. The joy that comes from the Holy Spirit. In Brixton im Süden Londons arbeiten James Ikwe und Cyril Esemake Nacht für Nacht 12 Stunden. 8 Jahre lang haben die beiden Nigerianer freiwillig keinen Urlaub genommen und waren nie krank. Sie lieben, was sie tun. Ich bin sehr, sehr glücklich in meinem Job, in meinem Leben. Mir geht es gut. Schaut mich an, das kann man doch sehen. Wir backen die besten Muffins in London. Sie sind Top-Qualität und schmecken sehr, sehr gut.
It's interesting that even very routine jobs can produce this feeling. Interessant ist, dass sogar routinemäßige Arbeiten diese Flow-Gefühle hervorrufen können. Die Bäcker sind ein typisches Beispiel, denn es geht nicht um das, was man tut, sondern wie man es tut. Wie sehr man fähig ist, den Details in der Arbeit Beachtung zu schenken. Dann wird selbst ein ganz simpler Job attraktiv und fesselnd. Es ist nicht nur die Arbeit, die ihnen Flow gibt, sondern auch ihre Religion. Denkt ein wiedergeborener Christ wie er auch während der Arbeit an Gott? Ja, natürlich. Deshalb spiele ich immer die Kassette hier mit Gospelmusik und Predigten. Ich bin wiedergeboren. Ich habe Erfüllung in meinem Herzen. This is one of the oldest forms of achieving flow. Das ist eine der ältesten Formen, Flow zu erreichen. Der französische Soziologe Emile Durkheim nennt es kollektives Sprudeln oder Überschäumen. Es entsteht in frühen Gesellschaften, wenn man um das Feuer tanzt, singt und Masken trägt und mit den Geistern in Kontakt kommt. The joy and the happiness, the joy that becomes the strength of your men and your women, your sons and daughters. Now, Holy Spirit, I pray that you move upon them in a miraculous way. Take away from the heart pain and hurt and bitterness and suffocation and sorrow and anguish and melancholy and every seed that the devil may have sown in the lives of these women. God, take it away. Wie viele Traditionskirchen schaffen es noch, ihrer Gemeinde diese Flow-Erfahrung zu ermöglichen? Religion leidet heute unter anderem darunter, dass sie ein abstraktes Ritual geworden ist. Sie hat das Verständnis dafür verloren, dass es die totale religiöse Erfahrung ist, die sie so attraktiv macht, statt nur auf den Verstand und ein sehr abstraktes Gefühl zu zielen. Yes, receive it now. Receive it in Jesus' name. That joy that you need in your soul and in your spirit and your heart. 30 Jahre Forschung in Chicago und anderswo haben gezeigt, dass religiöse Menschen tatsächlich glücklicher sind als ihre ungläubigen Mitmenschen. Wie aber kann eine säkularisierte Gesellschaft solche Erkenntnisse nutzen? Die Wissenschaftler in Mailand haben alternative Quellen für Flow untersucht. Und zwar in den Künsten, im Tanz und in der Musik, als Nachkommen der Religion. Flow-Erfahrung kann ein sehr seltenes Ereignis sein, aber auch ein Teil des Alltags. Vor allem Menschen mit traditionellen Berufen, also Bauern oder Kunsthandwerker, oder Menschen mit künstlerischen Berufen und Interessen haben solche intensiven Glückserfahrungen in ihrem täglichen Leben. Dass euch die Musik immer so begleitet. So durchs Leben. Als Teil des, als wichtiger Teil des Lebens. Ja. In der Familie Hadelich, die vor 18 Jahren von Deutschland in die Toskana ausgewandert ist, war es schon immer wichtig, dass die Kinder mit Musik aufwachsen. Sie sollen ihre eigene Unterhaltung produzieren, statt nur zu konsumieren. Schon Platon forderte Kindern vor allem Musik beizubringen, weil damit ihr gesamtes Bewusstsein geordnet werde. Tatsächlich ist das ein wichtiger Faktor für Flow. Die Hadelichs bauen Wein und Oliven an in diesem schönen Teil der Toskana. Was immer die Familie tut, sie hält zusammen.
Ich glaube, dass Musik in dieser Familie Teil dieses gemeinsamen Projekts ist, die Persönlichkeit wachsen und sich komplex entwickeln zu lassen. Das Wichtigste dabei war, auf die Kinder keinen Druck auszuüben. Alle drei Söhne haben eine Begabung für Musik, aber der jüngste, Augustin, ist ein besonderes Talent. Mit 8 Jahren schon war er mit seiner Geige Solist mit einem großen Orchester und erhielt den Yehudi Menuhin-Preis. Aber seine Eltern wollten ihn nicht über Jahre ins Ausland schicken, nur seiner Karriere wegen. Doch ist eine so ernst wirkende Familie wirklich glücklich? Happiness is not something that you can connect to an emotion. Glück ist nicht etwas, das man nur einem Gefühl, einem Moment zuordnen kann. Es ist etwas, das man baut, indem man an etwas arbeitet und sich einer Aufgabe verschreibt, die man als sinnvoll ansieht. In diesem Tun entsteht die Freude, und so erst können wir wachsen als Individuen. Wie also können wir Flow erlangen in unserem Alltag? Auch wenn man kein Musiker oder Künstler ist oder wenn man nicht wie Gianni Conte in der Tragödie Sinn finden muss, gibt es dazu viele Möglichkeiten. Die Wissenschaftler, die tausende Lebensgeschichten untersuchten, fanden auch diesen Mailänder Juwelier, der Flow fand im winzigen Hinterzimmer seines kleinen Ladens. Ich werde jetzt einige prähistorische Werkzeuge reproduzieren, also die allererste Handlung der Menschheit. Als Juwelier war Giovanni Veronesi immer schon an Steinen interessiert. Irgendwann wollte er wissen, wie aus ihnen Werkzeuge werden konnten. Heute ist er weltweit der Einzige, der versteht, wie sie gemacht wurden. Man hört es am Klang, ob der Schlag richtig ist oder nicht. Wenn es Pak-Teng macht, dann ist die Absplitterung da und der Schlag war richtig. Für Antonella Delle Fave sind Menschen wie Giovanni Veronesi die Perlen ihrer empirischen Sammlung. Dieser Juwelier hat Flow und Sinn in seinem Leben gefunden. Sein Freizeitinteresse wurde zu seinem Lebensthema. Nach Feierabend in diese kleine Ecke zu gehen, gibt mir die Möglichkeit, eine andere Dimension zu betreten. Tatsächlich fühle ich hier kaum meinen Körper. Der Verschlag ist winzig, aber für mich öffnet sich ein ganzes Universum, nicht nur des Raums, sondern auch der Zeit, vergangener Jahrmillionen. Was also haben so viele Forscher in all den Jahren über das Glück des Menschen herausgebracht? Warum stieg die Zahl der Glücklichen nicht in den letzten 50 Jahren? Vielleicht gerade deshalb, weil es uns so gut geht, weil wir das Glück auf direktem Wege und vor allem in der Bequemlichkeit suchen? Es scheint so, als ob Glück und Schwierigkeiten zusammengehören. Die Schwierigkeiten nehme ich an. Es sind Schwierigkeiten, die mir persönlich liegen, wo ich gut sein kann, wo ich immer gut besser werde. Und dann wächst das, was Glück ausmacht, nämlich Selbstbewusstsein. Und ganz offenbar nach empirischer Forschung, nicht nach philosophischem Nachdenken, habe ich dann die Chance, dass ich sage, ich fühle mich in meiner Haut wohl, ganz herrlich. Ohne Selbstbewusstsein? Unmöglich. What I'm trying to do is tell people how some. Ich versuche, den Menschen zu erklären, wie andere es schaffen, Glück zu finden, indem sie bestimmte Schritte unternehmen. Denn Glück fällt einem nicht in den Schoß. Es ist etwas, das wir selbst schaffen müssen, und dazu müssen wir selbst das Geheimnis finden. Ich kann Ihnen auf der Grundlage meiner Forschungen einige Wegweiser, einige Prinzipien geben, die funktionieren. Aber man muss das fürs eigene Leben übersetzen und alleine schaffen.
In dem Moment nämlich, wo man einem Rezept für Glück folgt, hat man keine Kontrolle mehr über das eigene Leben, sondern folgt nur den Verschreibungen eines anderen. Doch das einzige Glück, das es wert ist, es zu erleben, ist das, was man sich selbst schafft. Prescriptions. And the only happiness that's worth having is the one that you make yourself. Ich glaube, am wichtigsten ist zu verstehen, dass alles relativ und vergänglich ist. Nur das erlaubt es uns, diese kurze Reise, die wir Leben nennen, zu genießen. Schau, wie glücklich wir da sind. Ho perso troppo tempo a guardare l'ottica disadorna delle donne d'oltremare. Ma adesso tutto sembra più piccolo, come case viste da un aeroplano. Mia madre è invecchiata male, si mette gli occhiali per guardare l'autunno. Mio padre è un bambino impaurito, un soldato sconfitto, un libro finito. Dov'è la dolce vita di ieri? Dov'è finito il trucco?